Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Ich kümmere mich darum. Granatfeuerstein herzustellen. Okay. Wir können Granatfeuer herstellen und damit gefühlt irgendwie alles dann in die Luft jagen? Oder wie schaut's da aus? Kann ich damit auch so ein Tor einfach in die Luft jagen? Oder? Weiß nicht. Ne, das geht scheinbar nicht. Gut. Das dürfte kein Problem sein, die weiter herzustellen. Okay, gut. Gut zu wissen. Das ist noch die Frage, wir müssen halt dann noch erlernen, quasi wofür wir sie alles einsetzen können. Weil ich bin mir sicher, wir können jetzt jede Menge Zeug frei bomben. Aber okay. Schauen wir erstmal, da hinten haben wir wieder ein Lagerfeuerchen. Ah, jetzt verstehe ich. Sie erzählt von etwas Verborgenem. Wahrscheinlich von einem Schatz, von einem Münzenversteck. Genau so ist es. Wir haben wieder ein Fähigkeits-Upgrade. Und das schauen wir uns mal an. Das Zeug ist wahrscheinlich erst, genau, wenn wir das andere Ding gelernt haben. Geräuschloser Killer. Regen Sie Gegner geräuschlos, ohne Feinde in der Nähe zu alarmieren. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Lautloser Laden. Also ich konnte Eisenhaut. Lautlos. Landung. Die Landung nach Sprüngen und Stützen ist immer leise und versucht keinen Feind. Also das glaube ich können wir echt mal nehmen und dann machen wir einfach da nach und nach damit weiter. Da müssen wir einfach mal schauen, wie sich das hier so ergibt. Was wir uns dann noch alles so holen. Jetzt haben wir auch ein Waffen-Upgrade wieder möglich. Hier gibt's nichts. Hier könnten wir jetzt die Munitionskapazität erhöhen. Da könnten wir jetzt ein bisschen was machen. Schussfeuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Ja. Mei, das ist jetzt alles nur so halb wichtig eigentlich. Aber okay. Wenn wir da nach und nach einfach das Ding ein bisschen upgraden, glaube ich, ist das eigentlich ganz okay. Und wir schauen mal noch ganz kurz das Ding hier, den wir schon fast übersehen. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Aha, ja, warum erzählst du das dann immer? Wenn du wahrscheinlich eh schon weißt, dass er etwas Dummes tut. Gut, wir gehen einfach mal weiter. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, aber ich glaube, diese Türen können wir nicht einsprengen. Ich glaube, das wird uns schon genauer angezeigt. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Ja, das weiß ich. Ich spiele das Spiel jetzt auch schon ein paar Stunden. Von dem her, moin. Gut, dass du aufgewacht bist. Wir probieren es hier einfach mal weiter. Schaut nämlich nicht sehr stabil aus, aber okay, wir werden auf jeden Fall darüber springen müssen. Früher oder später. So, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Jump, oder? Jawohl, easy going. Lara, mit dem Ding können wir wieder zurück. Hier, aber wir stehen unter Helikopterbeschuss.
ziehen Sie Trinitys Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie. Das erledige ich. Das kann ich. Okay, aber wie komme ich hier Federn raus? Das checke ich nicht. Aber okay. Gut. Dann gehen wir hier einmal hoch. Pfeile sind auch schon wieder voll. Aber wir haben jetzt hier wieder Metallbarrieren, die können wir jetzt eben aufschießen. Sehr schön. Graben wir unter die Tür durch. Oh Gott. Oh Gott, die Dinger machen Spaß. Die Dinger machen richtig Spaß. Kaboom! Double Kill. Mann, wir haben so viel Zeug davon, wir können das so leicht farmen. Von dem her. Das ist nicht mal wirklich ein Problem, wenn wir das Zeug ein bisschen raushauen, als wäre es irgendwie nichts wert. Weil wie gesagt, wir haben so viel davon, einen Helikopter hervorzulocken. Okay. Schießt hier noch irgendwo einer, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Munition ist wieder alles voll bei mir, das ist furchtbar. Munition und beziehungsweise andere Zeug nehmen wir natürlich von den Leuten trotzdem mit. Okay. Sonst gibt es hier nichts Interessantes, oder? Nicht, dass ich sehe. Hier haben wir eben nur diese Explosivpfeile. Hier haben wir noch eine schöne Kiste. Die machen wir natürlich auf. Verbesserungswerkzeug. Okay. Sehr schön. Okay. Okay. Kaboom. Jagen wir halt das Ding da dahinter mal kurz in die Luft. Und dem schießen wir einfach in die Schulter, dann passt es auch. Und jetzt glaube ich, haben wir ein ganz anderes Problem. Vorerst vielleicht doch noch nicht. Und ich muss aufhören, die ganze Zeit Sprengpfeile selber herzustellen. Weil ja, die liegen hier ja alle rum. Im Gegenteil, die Munition bei mir ist alles voll. Und ich crafte trotzdem hier weiter fröhlich. So. Federn, sehr gut. Wir haben, glaube ich, von allem eigentlich genug. Wir können hier richtig schön verprassen eigentlich. Sehr gut. Macht gar nichts. Das ist natürlich auch wieder einer. Von den Guten. Kaboom! Kaboom! Sehr schön. Dann stirbt er halt alle durch meine Schrotflinte. Ist mir letzten Endes eigentlich relativ egal. Okay. Ist hier noch irgendwas Schönes? Ein Mülleimer, den nehmen wir natürlich mit. Und ich glaube, hier haben wir dann auch schon fast alle erkundet. Immer krass, wenn du so viele Leichen hast, dass du dann eigentlich schon nicht mehr weißt, was du als nächstes erkunden musst. Ah, hier haben wir wieder Granaten, okay. Gehen wir weiter nach oben. Schauen wir definitiv auch noch einen
Bereich aus, wo gleich wieder noch mehr Feinde rauskommen können. Schauen Sie aber erstmal hier die Karte an. Okay, das sind welche von uns. Ja, das sind welche von uns. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Gut gemacht. Die Helikopter müssten bald da sein. Sie sind hier. Tja, das ging aber leicht. Geschafft. Sie hat überhaupt nichts gemacht eigentlich. Ich dachte, ich könnte ihn runterholen. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Verdammt! Haltet durch! Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Trinity sammelt sich immer noch in der alten Sowjetbasis. Wir brechen in der tiefsten Nacht auf. Es ist ein Risiko, aber uns steht ein Kampf bevor. Wir werden die Heilkräuter brauchen, die auf diesen Hügeln wachsen, wenn wir überleben wollen. Okay. Schon unterwegs! Ja, kaum bist du hier fertig, gell? Musst du schon wieder los. Ja, es tut mir leid. wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade. Ich dachte eigentlich, dass wir vielleicht da den Hubschrauber runterholen dürfen. Aber okay, scheinbar nicht. Sonst irgendwas Neues? Wir haben, glaube ich, ein Waffen-Upgrade freigeschalten. Und ich glaube sogar für das Ding. Jawohl. Das holen wir uns auf jeden Fall. Die maßgefertigten Griffumwicklung erlaubt, vor allem maßgefertigt, ich meine, das hat sie selber gemacht wahrscheinlich, erlaubt annähernden sofortigen Aufsammeln von Türen und Truhen. Okay. Armentbar bei allen Ex. Auch nicht schlecht. Okay. Gut, hier haben wir außerdem auch noch ein paar, noch mehr Schaden. Und noch mehr Schussfrequenz. Aber das bringt uns hier alles eigentlich nichts. Was wir auf jeden Fall hier beim Bogen, da wollen wir es definitiv auf upgraden. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Leder. Das heißt, wir geben das jetzt auch nicht für die Schrotflinte irgendwie sinnlos aus. Sondern wir müssen Leder farmen. Da kommen wir einfach nicht drum rum. Aber dafür müssen wir mal wieder in die Wildnis. In die Wilderness. Okay, warum glaube ich nur, dass es noch nicht alles gewesen ist? Kann sie auch sowas schmeißen? Sie könnte, aber sie ist nicht gut darin. Genauso wie die Leute auch nicht gut darin sind im Schießen. Ich glaube, ich brauche 4 Schuss für 3 Gegner. Und dann war ich aber schon schlecht. Also, die sind nicht so die Hersten. Okay. Schön, dass du dich auch noch zu uns gesellst. Munition habe ich genug, von dem her kein Problem. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Okay. So. Noch mehr? Ach, so einer wieder. Aber ganz ehrlich, das sollte eigentlich ernsthaft. Ich würde mal sagen, wenn ich den nämlich daneben, dass er leicht dahinter hinschießt, sollte das wirklich kein Thema sein, dass ich das Ding in die Luft jag. Aber okay. Wahnsinn, so viel Munition. Ich weiß gar nicht, was ich damit will. Also im Ernst? Was will ich mit so viel Munition? Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Werfen wir doch einfach ein paar Granaten rein und verdammt, macht sie falsch! Jawohl! Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt da gleich so daherkommt.
Und vor allem hätte ich auch nicht gedacht, dass mir mal eine Kiste kaputt geschossen wird. Gib dir auch gleich Deckung. Okay. Versucht es nur. Na los. Aber echt, hä? Komm schon. Die schnapp ich mir leicht noch. Ist eh nur noch der, oder? Okay, sehr schön. Was ist jetzt dann mal mit Verstärkung? Wie schaut's da aus? Schau fast danach. Okay. Easy. Das ist so easy. Also die Sprengpfeile sind wirklich einer der übertriebenst krassesten Extrawaffen. Sie sind weg. Ich fürchte, dieser Kampf ist längst nicht vorbei. Erzählen Sie mir mehr über diesen Ort. Das haben Sie verdient. Kommen Sie mit. Vor langer Zeit brachte unser Prophet die göttliche Quelle in dieses Tal. Meine Vorfahren bauten Kitesh, um sie vor der Außenwelt zu schützen. Wozu denn? Was ist die göttliche Quelle, Jacob? Ein Artefakt aus längst vergessenen Zeiten. Wir glauben, darin ist ein Fragment der Seele Gottes. Der Legende nach erhielten jene, die die Quelle erblickten, die Unsterblichkeit. Aber schon immer wurden auch andere angelockt von ihrer Macht. Trinity. Ja. Sie wollen ihre Dunkelheit über die Welt bringen. Mit der Quelle wären ihre Soldaten unbesiegbar. Helfen Sie mir, sie zu finden, bevor Sie es tun. Das ist nicht Ihre Bürde. Doch natürlich. Mein Vater ist dafür gestorben. Sie können Ihre innere Leere nicht füllen, Lara. Sie können sie nur freigeben. Ich werde sie finden. Mit oder ohne Hilfe. Warte. Sophia, lass mich gehen. Ich muss tun, was ich kann. Du hast Blut für uns vergossen. Ich will dir helfen. Du weißt, wo der Atlas ist? Die Kathedrale. Die unterirdischen Archive. Aber dahin folgen wir dir nicht. Wieso? Was finde ich dort? Da sind andere. Die Unsterblichen. Sie töten jeden Eindringling. Mein Vater glaubt, sie werden Trinity stoppen. Darauf kann ich nicht warten. Ich weiß. Hier, nimm das. Damit schaffst du es zur Kathedrale. Was soll das sein? Eine Sprengfalle? Ein Kompass? Ach nee, ein Drahtseil. Ah. Neue Ausrüstung erhalten. Finden Sie einen sicheren Weg zurück zum verbliebenen Dorf.